Servus Leute, ich grüße euch zu den Bavarian Treasures, den schönsten und spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Diesmal die längst vergangene Zeit, die Jurazeit, 150 Millionen Jahre in der Zeit zurück. Interessante Gegend und man kann auch richtig wahnsinnig schöne Sachen hier in diesem Steinbruch finden. Zum Beispiel solche Ammoniten wie diesen hier. Oder diesen. Schaut euch die Bilder jetzt selber an, ich gehe ein bisschen rum in den Steinbruch. Macht euch selber ein Bild davon, die Bavarian Treasures. Viel Spaß! Wahnsinnig hohe Wände, alles aus der Jurazeit. Schichten, in denen Fossilien, Ammoniten zum Beispiel oder Belemniten, alles vorhanden ist. Und das auf einem riesengroßen Areal. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen rum und zeige euch das. Wahre Schätze liegen da unter meinen Füßen. Ich gehe jetzt mal richtig vor die Wand und blick nach oben. Ein bisschen in die Ferne. So, und in den Geröllschichten, alles was runterfällt, immer mit Vorsicht zu genießen das Ganze. Ja, das ist die Jurazeit, die interessante Zeit oder eine interessante Zeit. Wie gesagt, wie ich schon erklärt habe, 150 Millionen Jahre, das ist natürlich eine wahnsinnig lange Zeit. Und jetzt zoome ich mal was her, wo ich jetzt gerade zufällig da entdeckt habe. Und wie man sieht, da liegt schon ein schöner Ammonit. So, und jetzt bin ich da bei so einer, ja, wo die ganzen Steine praktisch aufeinander liegen. Alle zum Haufen. Und wenn man sieht, hinter mir ist ja die große Wand. Die seht ihr nur bei den Fotos, weil das bringe ich so in dem Film gar nicht so richtig mit rein. Ich schaue jetzt einfach mal. Das sind jetzt zum Beispiel solche Teile, die fallen schon richtig auseinander. Da liegt wieder einer da. Der Ammonit, leider ist er wieder kaputt, aber Zeugnisse einer längst vergangenen Zeit, Millionen von Jahren. Tja, es ist natürlich ein wahnsinnig schönes Hobby, wo man richtig schöne Sachen erfinden kann, aber man muss natürlich immer aufpassen, Sicherheit geht vor, ganz klar. So, jetzt würde ich mal sagen, ich habe viel genug jetzt gelabert. Jetzt geht es ums Finden und ums Suchen. So Leute, jetzt haben wir alles da. Also wie schon gesagt, Brille. Handschuhe. Dass alles gut passt. Meißel, Schlägel, so, und so kann es losgehen mit der Suche nach Fossilien, nach unseren, ich sage jetzt einmal spaßeshalber, nach unseren Vorfahren, jetzt nicht von uns selber, aber von den Sachen, die wir halt jetzt da sehen und da haben, von den Muscheln und Fliegen und Bienen und Libellen, und die werden jetzt gesucht in der längst vergangenen Zeit. Die Jurazeit. Die hat angefangen ungefähr so 210 Millionen Jahre bis so ungefähr 130, 140 Millionen Jahre vor unserer Zeit. So, und jetzt viel Spaß.
das riecht mir schon ganz anders. Doch mal ein lebendes Fossil versteckt sich gerade im Schatten. Ja, der Eidechse ist ein bisschen zu heiß. Das ist ziemlich hart. Jetzt zu guter Letzt noch ein kleines Zitat. Wer die Augen vor der Vergangenheit verschließt, ist blind für die Gegenwart. Ein Zitat von Richard von Weizsäcker. Das war der Jurasteinbruch, der 150 Millionen Jahre unter der Erde geschlummert hat. Und mit den Worten verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Erkunden unserer interessanten, spannenden Natur. Bis bald, die Bavarian Treasures.